Auf der internationalen Wiederaufbaukonferenz in Berlin hat der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky die Weltgemeinschaft um Hilfe bei der Deckung des im kommenden Jahr erwarteten Milliardenhaushaltsdefizit gebeten. Bereits auf dieser Konferenz muss eine Entscheidung über die Hilfe zur Deckung des Defizits unseres Staatshaushalts für das nächste Jahr getroffen werden. Für die Ukraine ist dies ein nicht zu bewältigender Betrag. 38 Milliarden Dollar Defizit. Die Gehälter von Lehrern, Ärzten, Sozialleistungen, Renten sind wichtige Ausgaben. Aber unsere Vereinigung ist stark genug, um eine solche Aufgabe zu erfüllen. Die Konferenz in Berlin findet auf Einladung von Bundeskanzler Olaf Scholz und EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen statt. Es nehmen Experten und Vertreter von Regierungen, internationalen Organisationen und der Zivilgesellschaft teil. Es geht also um nichts Geringeres als die Schaffung eines neuen Marshallplans für das 21. Jahrhundert, die Aufgabe einer Generation, die jetzt beginnen muss. Deutschland werde der Ukraine weiter mit Finanzhilfen und mit Waffen zur Seite stehen, versprach Scholz. Dadurch sollte auch Infrastruktur geschützt werden. Der beste Wiederaufbau ist der, der nicht notwendig wird, sagte der Kanzler.